Also da geht schon mal sicher nicht lang, ist klar. Dann bleibt ja nur dieser Weg hier. Kommt auch schon wieder einer. Ah, das wäre jetzt verlockend, den auszunocken. Hier wäre auch ein Behälter, um ihn zu verstauen. Ich werde der Versuchung widerstehen. Ich sehe auch offen gestanden keinen Sinn darin, mich als Polizist zu verkleiden. Inmitten von Polizisten. Soll das bringen? Außer natürlich, der Polizist darf sich unter den SWAT da hinten unbemerkt bewegen. Das müsste man ausprobieren. Habe jetzt aber keine Lust dazu, offen gestanden. Was haben wir hier? Hey! Mal keine nackten Weiber an der Pinnwand, sondern nur Autos. Naja. Ein paar nackte Weiber auf den Autos. Sozusagen das Beste beider Welten. Mehr Polizei und nur ein Ausgang. Okay. Au! Oh Gott! Ein Bad in der Menschenmenge. Ich bin ohnehin ganz dreckig. Schau mich mal an. Ich könnte ein Bad vertragen. Bad Simpson. Setzen Sie Steuerung ein. Was ist da gestanden? Steuerung für was? Ah, ich stehe mitten da. Ich bin zu groß. Ich fall immer noch auf. Müsste kleiner sein. Zugsignale wieder einschalten. Was? Wie soll denn ich das bewerkstelligen hier vom Bahnsteig? Muss ich ja ins Führerhaus. Das klingt jetzt irgendwie eigenartig. Ich meine natürlich. Ups. Oh Gott, dreht er sich wieder um? Nee, ich meine nicht ins Führerhaus, ich meine in die Schaltstation halt. Au, ist das laut. Los, leuchte woanders hin. Ich werde hier bedrängt von Zivilisten. Jetzt kommt der natürlich wieder. Die haben wirklich ein gutes Timing, das muss ich ihnen lassen. Ich glaube, da komme ich nie vorbei, ha? Huh? Jetzt aber. Den Rücken zudrehen ist ein guter Trick. Ah. Hier sind zwar viele Leute, aber um unentdeckt zu bleiben, eigentlich immer noch zu wenig. Blöderweise. Wer sieht mich denn da? Da steht doch gar keiner. Da steht einer, aber der ist doch ganz weit weg, oder? Jetzt leuchtet der wieder hier rum. Dreh dich um, Mann. Wirst du. Ah, jetzt. Oh, Scheiße. So, da steht doch einer drin, oder? Ja, der steht da drin. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass mich der nicht sieht. Ich habe Angst. Dann dreht sich der um. Das ist scheiße, Mann. Es ist scheiße und du weißt das. Ich würde dir sowas nicht antun. Ich würde warten. Ich würde mit jemandem reden. Ich würde den Kapitän der Schiffe nehmen, einen Scheiß und sagen, dass er warten soll. Darauf? Ah, da ist er da. Dass wir alle Züge streichen. Schaltstand.
Ich habe schon alle Bahnsteige gesperrt. Oh, ist ja dämlich. Ja, ich bin sicher, das können Sie. Okay. Was wollen Sie von mir? Bahnsteig B. Ich warte die ganze Zeit auf Bahnsteig A. Dann müsste ich über die Überführung. Um Gottes Willen, das schaffe ich nie. Aber da ist auch eine Tür. Arschloch. Ich glaube, ich nehme den seine Verkleidung, hä? Gleich in der Nähe, was? Wie? Mensch, ich kann mich gar nicht verkleiden. Wieso nicht? Ich will mich als Zugführer verkleiden. Oder zumindest als Bahnhofsangestellter. Oh shit. Uah. Fuck, 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 fuck. Jetzt zur Sache. Ah, ich muss ja da lang. Puh, das war knapp. Das ist doch überhaupt nicht auffällig, oder? Als erwachsener Mann mir ein Witcher-Entchen zu kaufen. Ja. Nein, ich hätte mich eher an einen Men's World Pariser Automaten stellen sollen. Kann ich den Automaten nicht mitnehmen? Dann wäre ich die ganze Zeit über versteckt, ne? Oh, das ist unmöglich. Hier sind zu wenig Leute. Jetzt vielleicht. Oh Gott, oh Gott, schau dir das an. Der leuchtet direkt ins Hirn. Mensch, ich bin doch getarnt. So, der steht direkt hier. Kein Wunder, dass er mich sieht. Jetzt? Jetzt ist er weg. Haha, den habe ich noch angerempelt. Puh, meine Nerven. Da ist noch einer. Da sind noch viele. Oh Scheiße, die kommen alle zu mir. Geht doch weg. Ist hier oben eigentlich einer? Ne, zum Glück ist von hinten die Bahn frei. Oh Gott. Geh weg. Geh doch weg! Und es ist nicht mal ein Speicherpunkt hier. Nirgends! Wieso von hinten? Jetzt kommen sie von hinten auch schon. 60 Sekunden, wie soll ich denn das schaffen? 60 Sekunden? Ist das dein Ernst? Ich warte einfach hier. Ich muss aber näher zu den Gleisen, oder? Ja, vielleicht anzuraten. Da ist alles abgeriegelt. Da vielleicht. Da sind am wenigsten Polizisten. Die Frage, wie der stehen bleibt. Das weiß ich doch nicht. Ah, oh, da ist ein Bulle. Schau dir das an. Direkt neben mir. Dort sehe ich. Das sind die längsten 15 Sekunden meines Lebens. Okay. Ich glaube, ich nehme den Eingang hier. Eindeutig. Oh, war das schwer. Bist du gelähmt. Das hat leicht ausgesehen, aber ich sag's euch. Da hat jeder Millimeter gezählt auf schwierig. Und es gab keinen Speicherpunkt. Keinen einzigen. Puh, kontrollierte Atmung. Die habe ich jetzt nicht.
glaube, ich habe 200 Puls. Nächster. Wie viel kriege ich? Brennendes Hotel 0. Klar, da haben sie mich entdeckt. Das war scheiße. Bibliothek? Naja. Ach so, nein, brennendes Hotel. Da gab es ja gar keine Punkte zu vergeben, glaube ich. Die Bibliothek habe ich unterdurchschnittlich. Zum Schluss bin ich dann gerannt. Ich weiß noch, ja. Shangri-La, das war ein bisschen besser. Kann mich nicht mehr erinnern. Ja, da habe ich, glaube ich, zwar niemanden ausgeschaltet, aber ich habe auch sonst nichts entdeckt. Und den Bahnhof habe ich einen Mordsbonus, weil ich habe mich nicht verkleidet, gar nichts. Das war auch das Schwerste mit Abstand bisher. Mit Abstand. Okay, weiter geht's. Hoffentlich sehe ich mal jetzt keine Polizisten mehr. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Und denen habe ich genug. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist ja schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein, weglaufen war noch nie mein Ding. Nein, wegschleichen ist mein Ding. Kommt sich aufs selbe raus zwar, aber... Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass sie der Perversling schon wieder. Wie sieht's aus? Was kaut denn der da? Bin ich taub? Ein Chicken Wing? Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Pfui. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sieht aber ein wenig aus wie Robert Redford. Alles klar? Nach einer... viel Aufwand für so eine Kleine. Nach einem Brandunfall. Ich brauche dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Und das ist, ja, David Carradine. Er bringt sie mir, wenn sie sie haben. Guai Chan Kane. Was, dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. Ja, der 25. David Carradine war ja auch pervers, das passt. 26. 37. 30. 35. Wie sich aber erst nach seinem Tod herausgestellt hat. Lenny, gib dem Mann mal Feuer. Gib dem Mann, nachdem er verlangt. Wonach er verlangt. Ja, der schaut einem wirklich ähnlich, schau mal. Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Halt Maul, Wade! Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Na. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Da redet der Richtige. Irrer Typ. Blake Dexter ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Wichsenclub an der Bristol Street. Das war sowieso der Kerl bedeutet komplett unlogisch. Meine Verhältnisse. Im Hotel. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Zuerst sagt er, er will mich nicht umlegen und dann zündet er mich an. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Naja, was soll man erwarten von einem Wahnsinnigen? Pimping the volume. Pumping the volume. Chicago heißt auf ihren Arsch. Was stand da? Der sicherste Weg zum Wichsenclub. Durch die Wichsenclub. Viel Glück, mein Freund. Wow, der Roxy Club. Schon bessere Zeiten gesehen, hä? Schau mal hier, Unkraut. Vergeht nicht. Zum Wichsenclub gehen. Ja, wo? Da. Wir haben wie meistens mehrere Möglichkeiten. Schon wieder ein Penner. Genau, ich brauche die Flasche. Da wird der Penner keine Freude haben. Ist da jemand? Hey, ich habe überhaupt keinen Instinkt. Schau mal. Das ist möglich. Wer spricht da? Oh nein! Geh weg! Ich dachte, ich müsste jetzt keine Polizei mehr sehen, die nächsten 14 Tage, aber nein. Natürlich ist da gleich wieder Polizei. Scheißen Dreck. Noch dazu einen Haufen Polizei. Diesmal könnte ich vielleicht eine Polizeiverkleidung gebrauchen. Was zum Teufel ist mit dir los? Ja,
War knapp. So, jetzt kann ich da rein, glaube ich. Ha. Was ist da? Oh, heilige Scheiße. Schon wieder so ein Aufgebot. Ja. Gibt's denn sowas? Ich glaube, Frechheit siegt, ha? Der Verdächtige ist ein glatzköpfiger Weißer mittleren Alters. Hey, was soll das heißen? Glatzköpfiger Weißer mittleren Alters. Ich bin im besten Alter. Im allerbesten. So, wie ich das sehe, ist die Lage fatal. Das heißt, wir schmeißen da eine Flasche rüber, oder? Kommen Sie raus und zeigen Sie sich! Frechheit siegt, oder? Aua. Oh, hast du das gesehen? Ich glaube, das war mehr Glück als Verstand. Das gibt's doch gar nicht. Puh. Naja. Das Blöde ist nur, ich glaube, da war ein Beweis oder was auf dem Auto, auf der Kühlerhaube. Dom Osmond. Das war nicht sehr berühmt, glaube ich. Aber es war schnell. Und ich musste niemanden umlegen. Eine einzige Flasche hat gereicht. Die Flaschen hier. Da ist noch eine Flasche. Ja, mit der Flasche. So nützliche Flaschen habe ich noch selten erlebt. Ich nehme einfach die Abkürzung. Vielleicht reicht das ja. Ups. Hier sind wir in schlüpfrigem Gebiet. Da liegt noch eine Schlüsselkarte. Wow. Nehme einfach alles mit. Ey! Eine Pistole mit Schalldämpfer. Wow. Tja, das ist ja ein Glückstreffer hier. Was haben wir hier? Gasmasken. Ja. Könnten nötig sein, ha? Huh? Im Etablissement wird auf Reinlichkeit nicht so geachtet. Hank kennt mich. Hank lässt mich immer rein. Bitte, ist Hank da? Kennen Sie Hank? Da habe ich praktisch den Haupteingang umgangen. Aber ich habe eine bessere Aussicht. Denken Sie dran, gehen Sie zur Bar, wenn Sie im Wichsenclub sind. Tom ist gerne da, wo die Action ist. Die Action ist an der Bar. Tom Osmond gefunden? Jetzt schon? Wo ist er? Wo ist der Sack? Sehe ihn nicht. Hast du ihn gesehen? Ich nicht. Ha. Und Osmond. Ich sehe um sein Bild, wie er aussieht, aber hier in der Menge? Unmöglich. Darf ich da rein? Ja. Anscheinend. Oh. Ah, danke. Es geht ganz gut. Ah, da ist der Osmond. Und da drin. Aha. Wow. Das sieht gut aus. Ich glaube, hier bin ich richtig. Für den guten Don. Aber, naja. Ich hätte ihn gern mit der Klavierseite. Oh, jetzt kommt die wieder rein. Hm.
Alabama Wildblume. Die kenne ich auch noch nicht. Ja, das ist alles schön und gut, aber ich will die Lady nicht auf dem Gewissen haben. Das wäre wirklich Verschwendung. Um die zwei schönen Möpse. Ich lasse sie mal ab. Hören wir uns noch an, was er zu sagen hat. Schick ein neues Mädchen auf. Ja, Wade wird begeistert sein. Ist das Hawaii-Zimmer vorbereitet? Gut. Sieh zu, dass genug Whisky da ist. Den wirst du nicht mehr brauchen. Und denk an den Lachs. Da steht Wade total drauf. Nur das Beste für meine Freunde, richtig? Cool. Bis später, Baby. Oh! Lautloser Killer war ich schon. Oh, Scheiße. Sieht ja furchtbar aus. Ups. Oh Gott. Das war etwas unsauber, ha? Huh? Weiß nicht. Bin ich ganz zufrieden mit meiner Leistung? Dominiert. Ja, und jetzt? Die hat gar nicht gemerkt, bis dem armen Dom ergangen ist da drin. Ah, da kann ich speichern. Hey, schön, ne? Dich wiederzusehen, Bruder. Danke, Bruder. Kennen wir uns? Darf ich da eigentlich rein?